Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial wie benutze ich eigentlich den Minecraft-Mod, wie stelle ich das alles ein, wie kriege ich die Kombos hin. Das ist hier mein Server, ich schreibe euch die IP noch drauf, das ist eine kleine Welt, wo ihr das ausprobieren könnt, ihr könnt die ruhig kaputt machen. Die richtige Welt habe ich erstmal noch nicht reingetan, die könnt ihr üben. So, ich wurde oft genug von meinen Freunden gefragt, wie funktioniert das denn jetzt nun eigentlich? So, heute möchte ich euch in einem kleinen Tutorial zeigen, wie funktioniert das. Also, um überhaupt ein Element zu benutzen, schreiben wir zum Beispiel, benutzen wir jetzt mal Earth, schreibt ihr Banding Choose Earth. Das funktioniert auch mit Fire, Water und Air. So, now you're an Earthbender. Das heißt, ich bin jetzt ein Erdbender, Bändiger. Wenn ich jetzt nur meine Kombos sehen möchte, schreibe ich Banding. Oh. Banding Display Earth. Display Earth heißt, der zeigt hier meine ganzen Kombos an. Wenn ich nur Banding Display schreibe, zeigt ihr mir an, auf welchen Slot ich die gespeichert habe. Die Slots hier unten könnt ihr euch aussuchen, zum Beispiel hier auf dem Slot 5 habt ihr dann zum Beispiel immer die eine Kombo. Zum Beispiel, welche gibt es denn? Catapult. Das heißt, immer wenn ihr hier auf den Slot seid, benutzt ihr Catapult. Das heißt, wir gehen aber jetzt erstmal auf den ersten Slot. Ob ihr in der Hand habt oder nicht, ist egal. Die benutzt, die Combo kommt trotzdem. Das ist wichtig bei Feuer. Wenn ihr da einen Feuerstrahl habt, dann schießt er trotzdem und das vergisst man schnell. So, Bending, um die Combo zu benutzen, Bind und zum Beispiel Earth Tunnel. So, oh. Banding, Bind, Tunnel. Earth Tunnel habe ich jetzt gewählt. Und wie ihr seht, die Erde baut sich von alleine ab. Ob ich jetzt was in der Hand habe oder nicht, das ist halt egal. Das müsst ihr halt drauf achten. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Erdbändiger, dann drücke ich bei Earth Tunnel Shift. Nur einfach Shift gedrückt halten und das gräbt sich ja alles von alleine weg. Könnt ihr euch ganz gemütlich hier in den Berg graben. Wenn ich jetzt in den Game Mode rausgehen würde, würden die Items auch noch gedroppt werden. Das heißt, ihr könnt die alle gemütlich aufsammeln. Das funktioniert natürlich auch mit den anderen Kombos. Ich kenne mich bei den Erdbändigern nicht so gut aus. Ich weiß jetzt nur zufällig, dass Earth Tunnel so funktioniert. Da kann ich euch jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Auf jeden Fall, ich wollte euch einmal das Prinzip überhaupt erklären. Das heißt, wenn ihr ein Element aussuchen könnt, schreibt ihr Banding Choose und das gewünschte Element. Da steht es nochmal. Banding Display. Dann zeigt ihr hier nochmal an Slot 1 Earth Tunnel. Und wenn ich jetzt nochmal Banding Display Earth schreibe, zeigt ihr mir an, welche Tunnel, also welche Attacken es überhaupt gibt. So, und jetzt, ich probiere es nochmal mit Raise Earth aus. Das heißt, ich schreibe Banding auf Slot 2 gehen. Nicht vergessen, sonst ist bei Slot 1 wieder Earth Tunnel weg. Banding Bind Raise Earth. Richtig geschrieben, ja. So, ich weiß nicht, was das ist. Oh! Oh, da seht ihr. Guck mal, da kann ich jetzt hier so ein paar Mauern aus dem Boden schießen lassen. Zack, 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 zack. Ist auch eine schöne Kombo. Wenn ich Shift drücke, kommt eine ganze Wand hoch. Zeige ich da an. Hier. Zack. Seht ihr? Shift gedrückt halten, kommt eine ganze Wand hoch. So, wenn ich eingedrückt halte, also nur einmal schlage, kommt nur einer hoch, wie ihr eben gesehen habt. Da. Shift. So, jetzt weiß ich nicht genau, wie man das wieder wegmacht. Da muss ich mich noch ein bisschen durcharbeiten. Aber ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Der Server könnt ihr hier gerne joinen. Und ich hoffe natürlich auch, ich schreibe genaueres nochmal in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich sehe euch bald auf meinem Server. Bis bald. Tschüss.